Hallihallöchen Leute, ich begrüße euch wieder bei Lords of the Fallen, wo ich seit dem letzten Mal ein bisschen trainiert habe. Man sieht auch ein paar kleine Änderungen. Zum einen habe ich noch, was man bei ja da sieht, einen Schild gefunden. Der lag einfach darum, wo wir letztes Mal den Kommandanten besiegt haben. Das heißt auch Kommandantenschild, war ja der zweite Boss. Ich weiß nicht, warum der am Anfang nicht gedroppt war, aber der war, lag dann da halt. Und ich habe ihn jetzt mitgenommen und entschieden, ja, nehmen wir. Ist nämlich noch cooler als Bollwerk. Bollwerk ist ja schon gut. Er ist noch besser. Den kann man sogar als Turmschild in den Boden rammen. Was ich aber nicht so wichtig finde. Eine Boll. Ups, ja, das wollte ich nicht. Ich wollte einmal. Was bei Bollwerk halt gut ist, ist die verschiedenen Elementwiderstände, aber der hat halt generell einen hohen Widerstand. Als Waffe verwende ich immer noch die hier. Die skaliert so schön hoch mit Stärke. Und habe seit dem letzten Mal ein bisschen trainiert. Ich bin damit dafür meist einfach. Und warum zur Hölle zeigt er mir hier die Tastenbelegung an, wenn ich im Controller bin? Bin einfach ins Anfangsgebiet zurück. Immer wieder rumgerannt, um meine Sachen aufzuleveln, also den Multiplayer hochzuziehen und dann einfach ein paar hierhin zurück ein paar stärkere Gegner machen. Und ihr seht, ich habe dort 7 Attributspunkte. Hätte gerne einen. Warum zwar habe ich nur 7? Super, der hat meine letzten Änderungen nicht gespeichert. Ich habe nochmal 3, 4 weitere erfarmt gehabt, aber irgendwie teilweise speichert er die nicht. Das ist sehr ätzend. Ich habe eigentlich extra den Punkt hier benutzt, aber das hat er wohl nicht gespeichert. Ein bisschen schade. Wir werden zum einen an Glauben arbeiten. Was darum geht, dass ich auch einen Zauberpunkt habe und da gerne ein bisschen dran arbeiten möchte, die zu nutzen. Außerdem setzen wir dann hier nochmal hoch. So. Wie gesagt, eigentlich hätte ich gerne mehr gehabt, aber da hat er nicht gespeichert. Aber wir haben die Möglichkeit, nämlich hier jetzt zu verbessern, so gesehen. Das könnten wir uns holen. Eine unrechtmäßige Kraft, die deine Angriffskraft. Deine Energiebeschränkung aufhebt oder ein mächtiger Sturmangriff der Gegner nicht nur schadet, sondern sie benommen macht oder zu Boden werfen kann. Ich möchte das hier gerne haben. Ah, Glaubensanstufung nächste, deswegen. Ich hätte mir das Zweier auch holen können, aber ich möchte das gerne haben. Einfach weil wir damit dann, ja, denke ich, für Kämpfe kurzzeitig besser sind. Achso, das ist Überlieferung. Ja, mich ärgert ein bisschen, dass er zeitweise die Sachen nicht richtig gespeichert hat am Ende, weil ich habe extra nochmal einen schönen Run gemacht. Was auch ein bisschen doof ist, und hier können wir jetzt wechseln, was auch ein bisschen doof ist, man verliert seinen Multiplayer natürlich, wenn man, das, genau, auf den dich bitte schön konzentrieren. Man verliert seinen Multiplayer, wenn man am Ende speichert und ausmacht, einfach deswegen, weil man dafür ja, ausmachen muss. Zum Ausmachen muss man vorher speichern. Und wenn man speichert, geht auch der Multiplayer zurückgesetzt. Scheint mich noch nicht mal richtig bemerkt zu haben. Ah, mein schwerer Hieb klappt doch noch sehr gut. Wir gehen jetzt hier zurück, weil ich habe noch ein bisschen was entdeckt. Also zum einen, ich will die eh weg haben, damit sie hinter mir nicht im Weg steht. Ich habe noch ein bisschen was entdeckt, was ich fast übersehen habe letztes Mal. Und ich bin im Kampf gegen die hier auch immer noch nicht so gut. So generell gilt, immer wenn ich anfange zu spielen, muss ich eh erstmal wieder ein bisschen üben, damit ich wieder reinkomme. So. Jetzt können wir uns einmal hinstellen, das benutzen. Das habe ich mittlerweile auch gemerkt, dass das doch praktisch ist, wenn man das ab und zu mal macht, um halt seine Lebenspunkte damit hoch zu sein. Das hat beim Level sehr gut funktioniert, dass ich dann im Anfangsgebiet ab und zu das mal benutzt habe und eigentlich nie Heiltränke benutzen musste. Sehr praktisch. Also zwischendurch immer mal einsetzen. Und ja, ich werde sicherlich zwischendurch auch noch häufiger das machen, dass ich einfach mich hinstelle und irgendwie ein paar Erfahrungen für ein paar Level sammeln. Und dann hoffentlich es dann auch klappt, dass es speichert. Also teilweise ist es echt strange, dass der Sachen nicht abspeichert. Dass ich dann. Dabei habe ich extra halt den Kristall benutzt, um sicherzustellen, dass ich auch wieder da spawne und er das auf jeden Fall auch speichert, aber irgendwie hat er die nicht gespeichert. Na komm schon, greif mich doch auch mal an. Na komm schon. So, mit 3 Hieben kriegt man das nämlich auch hin, dass er sein Schild dann irgendwann
sacken lässt. Eine kleine Rune. Ich habe mittlerweile viele Energiesplitter und Runen einfach bekommen, dadurch, dass ich halt gelevelt habe. Weil man dann halt zwischendurch immer wieder welche bekommt. Und ja, ich wollte hier wieder hin. Hier waren wir ja schon mal. Der Punkt ist. Und ja, dann nehmen wir jetzt einmal kurz Schaden, aber dann haben wir ihn auch tot. Ich bin ja letztes Mal hier runtergesprungen. In der Annahme von da geht's weiter. Aber es gab hier auch noch einen anderen Weg, denn ich muss gerade noch mal ein bisschen grubeln, wie ich das gemacht habe. Ich glaube nämlich tatsächlich, indem ich hier oben weiter bin. Nee, das kann nicht sein. Gott, wie habe ich das gemacht? Also auf jeden Fall gibt es nämlich tatsächlich noch einen zweiten Weg, der darunter führt. Mit dem wir nicht direkt beim Boss landen. Was nicht irgendwo hier? Ja doch, genau. Das war ziemlich sicher, wenn wir hier lang kommen. Hier sind wir letztes Mal hoch, um halt da das Leuchtfeuer anzumachen. Und, dich hier zweimal zu verprügeln. Und ich bin dann nämlich hier, ja, so gesehen wieder hochgerannt, weil ich dachte, ja. Aber wir kommen halt auch hier weiter runter. Das habe ich komplett übersehen. Da gibt es hier schon wieder so ein Ding, was aufgeht, wenn wir den nächsten Boss besiegt haben wahrscheinlich. Und hier so ein komisches Kerlchen. Ohne Panzerung, ohne Schild, was mir immer sehr gut gefällt. Und noch einer davon. Und das andere dürfte ein Schütze gewesen sein, ja. Und wir nehmen jetzt doch mal einen Heiltrank, weil ich zu voll bin, dazwischen nicht dann immer das Ding zu machen, wenn ich in Aufnahme bin, dass sie das zu sehen. Und ja, wir sind hier nämlich bei einer Krypta. Hier gibt es nochmal so ein Ding. Und auch wieder einen Speicherpunkt, den wir nutzen werden. Charakterentwicklung können wir wahrscheinlich. Doch, können wir vielleicht sogar fast. Fast. Und hier finden wir nämlich Kaslo. Ich hab's voll übersehen. Da bist du ja endlich. Schnell, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wo warst du? Ich war in der Zitadelle und konnte mit Antanas sprechen. Er sagte mir, dass die Roga ein Portal verwenden, um hier einzudringen. Die Roga-Herrscher dürfen unsere Welt nicht mehr betreten. Du musst durch die Wegpforte reisen und ihr Portal auf der anderen Seite zerstören. Au. Klingt hart. Was machen deine Wunden? Einer der Mönche hat meine Wunden versorgt. Ich kann vielleicht keine Klinge schwingen, aber verbluten werde ich auch nicht mehr so schnell. Also, was soll ich tun? Also, was soll ich tun? Wir müssen verhindern, dass die Roga-Herrscher in unsere Welt kommen. Das hier ist eine Wegpforte, Hakin. Der Ort, um den das ganze Kloster einst gebaut wurde. Von der anderen Seite aus gelangen die Roga hierher. Und wenn ich dort bin, wie kann ich sie aufhalten? Das Reisen durch Dimensionen erfordert große Mengen Energie. Halte dort drüben Ausschau nach einer starken Energiequelle. Warum hast du gerade mich aus dem Kerker geholt? Warum hast du gerade mich aus dem Kerker geholt? Verzweifelte Zeiten, Hakin. Ich habe dich und die anderen befreit, weil wir zähe Männer für eine schwere Aufgabe brauchen. Ich vergebe deine Verbrechen nicht, noch heiße ich sie gut. Aber nach dem, was du bisher getan hast, muss ich sagen, du schlägst dich ganz gut. Ich würde mich mehr darüber interessieren, was es mit unseren Verbrechen auf sich hat. Was ist deine Rolle bei all dem? Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Welt nicht im Chaos versinkt. Und Antanas kenne ich schon seit Ewigkeiten. Genug geredet. Wir müssen herausfinden, wie wir Antanas Luft zum Atmen verschaffen können. Okay, gehen wir. Genug geredet. Gehen wir. Sichere erst dieses Gebiet, Hakin. Erst dann können wir weiter. Auf dem Friedhof ist ein Herrscher. Er muss besiegt werden, bevor wir fortfahren können. Super. Ja, dann haben wir nämlich doch wieder den Kampf gegen den. Schade eigentlich. Ich fühle mich da noch nicht wirklich stark genug für. Menschlicher Schädel, Questgegenstand. Der das für eine Quest haben will. Na, dann müssen wir uns jetzt wohl oder übel doch mit dem anlegen. Gehe ich von aus. Ist ein Scheiter.
Kann ich den betätigen? Ja. Ah, ist das wohl richtig aufgegangen oder was? Ja, dann versuchen wir uns jetzt nochmal an den Boss. Oh, der betäubt mich damit, das ist nicht gut. Hätte eigentlich vor allem gerne, shit. Shit. Ja, und damit bin ich jetzt gleich schon wieder fast down. Lauf, Junge, lauf. Ich würde jetzt gerne erstmal den Fokus wieder auf ihm haben. Danke. Hoch. Shit, betäubt. Und dann tut er uns zwangsweise weh. Glücklicherweise macht er uns nicht mehr allzu viel Schaden, gefühlt. Aber dieses Betäuben wird mich irgendwann sicherlich umbringen, so. Gucken wir mal, ob wir damit nicht mal ein bisschen Schaden machen können. Naja, momentan macht der, nimmt er fast gar keinen, aber wir können hier halt wenigstens Dauer zuschlagen. Und das ist wieder sein Instant-Rub. Ich habe keine Ahnung, was soll ich dagegen machen? Verhalte ich einzigartige Beute? Ja, super. Das Problem, was ich habe, dass ich eigentlich... Ich überlege, ob ich gegen den nicht zweihändig kämpfen soll, weil ich einfach sonst sowieso nichts mache mit dem Schild. Also dann eher auf Beweglichkeit setzen sollte, seinen Schlägen auszuweichen. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich... Genau deswegen... Machen wir auf jeden Fall gut mehr Schaden. Und haben hier halt in jeder Stelle diesen Heilungsbonus, was uns auf jeden Fall hilft. Jetzt macht er irgendwas. Jetzt lauf. Weit weg. Müssen wahrscheinlich nicht auf diesen Dingern stehen oder sowas. Keine Ahnung. Einfach mal einen Heiltrank nehmen. Und er... Wie zur Hölle soll ich das bitte schon verhindern? Egal wo ich stehe, er erwischt mich. Das ist echt ein Problem. Also wir machen dem ja in kurzer Zeit gut Schaden. Aber ich habe keinen Schimmer, wie wir das quasi, wie wir das überleben sollen, was es da gibt, was man machen kann. Oder ob ich in, kann ich vielleicht in irgendein Gebäude reinrennen? Das wäre so mein nächster Gedanke. Zu, wenn wir dafür ein bisschen Schaden nehmen. Fokus von ihm bitte schön weg, danke. Ich möchte mich gerne wieder vernünftig bewegen können, abgesehen davon, dass es gerade tierisch leckt. Stell mich mal hier drauf, vielleicht bringt mir das ja irgendwas. Okay, cool. Das hat tatsächlich irgendwie geholfen, dass wir das überlebt haben. Jetzt kommen neue interessante Angriffe. Dann setzen wir ihn mal direkt weiter zu, in Hoffnung, dass wir ihn... Jetzt macht er das wieder. Und wir müssen hier weg. Bewegung.
Danke. Er hat die damit selbst vernichtet. Das ist echt interessant. Dass er damit seine eigenen Jungs mit umbringt. Shit. Treffen lassen ist nicht gut. Ich bin jetzt erstmal wieder fertig und kaputt. Die Anstrengung immer. Den Anbeter erwischt euch. Und ich muss sagen, ich bin ganz schön stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, den zu besiegen, ohne nachzugucken müssen, wie ich seinen Angriff überlebe. Wir werden uns direkt mal heilen. Zur Sicherheit, bevor wir sonst noch irgendwo hinkommen. Wieder umsteigen. Ich nutze ja am liebsten Schild, aber das hat tatsächlich gut funktioniert. Was kriegen wir? Klauenfang und versiegelte Rune groß. Klauenfang. Klauenfang hieß das Ding doch. Schon weit unten. Aber das Glaube braucht... Oh Mann, oh, das sieht so cool aus. Das wäre doch eine super Zweihandaxt gewesen. Werden wir natürlich nicht verwenden können damit. Schade, dass man nicht Waffen passend zu seinem Charakter immer bekommt. Das wäre echt episch. Ja, jetzt können wir uns hier noch ein bisschen umgucken, ob wir hier was finden. Werden wahrscheinlich gleich durch das Portal da oben wieder zurück können. Also durch das... Wir finden Epic-Loot-Ding. Noch ein menschlicher Schädel. Interessieren wir, was für eine Quest wir den brauchen werden. Ah, wir haben sogar noch Zeit, uns hier umzugucken. Sehr schön. Kann ich auch hingehen? Interessant. Hier geht's nicht mehr weiter. Schade. Unsichtbare Wände in Spielen. Nee, nicht so schön. Aber naja. So, als wären das so Dinge, wo man etwas ablegen müsste oder so. Als die Richter den Gott verbannten, verschwanden die Roga und mit ihnen der gesamte Tempel. Die Menschen sagen, dass man manchmal im Gebirge der Hand Gottes ein Trugbild des Tempels sieht. Könnte es sein, dass er irgendwie in eine Art andere Dimension gezogen wurde? Ja, gruselig. Würde ich hier einmal hintergehen, aber nee, das ist... Das ist wieder irgendwas. Oben waren wir da, glaube ich, runtergekommen. Hier ist irgendwas. Wo wir rein könnten. Okay. Lohnt sich auf jeden Fall, weil wir fürs Betreten XP bekommen. Und Schaden pro Sekunde ausführen. Ja, das sind jetzt dann ja zwei Waffenkampf. Ist ja so ein Nahkämpfer-Ding. Nahkämpfer, sage ich schon. Gurken. Können auf jeden Fall hier mal direkt die Chance nutzen, unsere Dinge zu sichern. Vielleicht auch XP zu befördern. Ja, wir haben genug für einen Punkt zumindest. Aber wir haben am wenigsten Ausdauer momentan. Würde sich ja anbieten. Und ich echt gerne mal wieder ein bisschen was auf Glück packen würde, aber naja, wir gehen mal mit Ausdauer. Dann kriegen wir auch langsam unser Kargel damit da vielleicht runter. Und ich will hier zumindest mal mich grob umschauen. Ich befürchte, ich bin hierfür wieder nicht stark genug. Ich habe auch beim Anfangsgebiet dieses Keller-Ding nochmal probiert, einfach nur mal zu schauen, wie die Kämpfe da jetzt laufen. Und habe da ziemlich auf die Schnitt bekommen und dann entschieden, nee, das lassen wir auf Dauer auch lieber erstmal wieder. Gegen so einen Dicken in so einem engen Gang kämpfen ist natürlich mal bescheiden. Theoretisch gesehen könnte ich gegen den auch durchaus mit diesem Beschuss arbeiten. Das habe ich ansatzweise auch schon ausprobiert, aber das funktioniert eigentlich nur, wenn wir genug Spielraum zum Wegrennen haben. Nicht in so einem engen Gang.
Komm schon, greif wieder an, Junge. Wir haben unsere Energie voll, du darfst. Tatsächlich halte ich mittlerweile auch wirklich gut was ab. Von Lebenspunkten her. Das geht alles wohl. So, den haben wir weg. Auch noch mal wieder ein Heiltrank dafür. Die Frage, was kommt hier noch, wenn das schon der erste ist? Shit, shit, shit. Das tut richtig weh. Das ist wahrscheinlich einer der Starken. Ja. Und ihr seht schon, ich kriege hier von dem reichlich auf die Fresse. Das ist einer der ganz Starken. Da weiß ich ja noch nicht, wie ich gut an die rankomme, weil mir da vielleicht die Energie fehlt. Ich habe Schädel wieder gefunden. Aha. Hier wäre auch wieder so ein Ding. Kiste kaputt hauen? Ja. Abkammer, 25 XP gegeben dafür. Da noch so einen finden. Shit. Und er unterbricht damit natürlich auch meinen Angriff. Und hat mich auch tot. Shit. Ich mag das. Ich werde jetzt, glaube ich, auch nicht wieder zurückgehen. Die paar XP, die wir verloren haben, lasse ich da einfach liegen. Und wir werden einfach oben erstmal weiter gucken. Wenn mich interessieren würde, warum... Da kommen wir dann wahrscheinlich hinterher wieder raus, quasi. Dass wir da oben wieder zurückkommen, wenn wir das Ding hier abgefertigt haben. Und dann sagst du, ja, da kann ich mit leben. Ich werde das hier einfach mal... Wenn ich ein bisschen stärker bin, machen. Ich glaube, ich werde bis zu einem der nächsten Abend auf jeden Fall nochmal gut trainieren. Und dann einmal ein Nebenquest-Ding irgendwo abklappern. Tatsächlich finde ich Nebenquest gewaltig viel schwieriger als die Hauptstory bisher. Also es ist immer so, okay, da, wenn ich da reinkomme, wird es schwer. Und das finde ich schon so interessant. Ich hätte jetzt erwartet, dass irgendwie die Nebenquests zumindest machbar sind, wenn man sie an der Stelle, an der man sie findet. Weil gerade jetzt diese Blinden, die extra stark sind, finde ich echt schwierig. So, wir sind wieder hier und wollen mal nach Kerzen, wollen mal nach dem Portal gucken, damit wir uns dann noch unseren Bonus-Loot für den Boss abholen können, den wir noch bekommen. Mal. Vielleicht wieder irgendwelche lustigen kleinen Rätsel, wie wir da am besten durchkommen. Auf jeden Fall benutzen wir dich hier wieder. Einfach nur, damit der Kontrollpunkt wieder hier sitzt. Wir, wenn wir sterben, wieder hier dann. So, du bist noch nicht offen. Interessant. Heißt ich. Oh shit, das habe ich ja voll vergessen, dass die wieder da sind. Vollkommen verpeilt. Na, jetzt geh auf den hier. Ja, die sind auch echt, also das, was man hier jetzt findet, ist echt nicht so schwer auf Dauer. Und gibt auch nicht mehr so viele Erfahrungspunkte, weil sie schon nicht so viel Schaden machen. Aber du bist jetzt offen sehr gut. Dann gucken wir doch mal, was uns hier erwartet. Was zum... Ich will davon berichten können. Bitte, willkommen in der Prüfung. Wie kannst du dich gegen... bereit bist? Oh, interessant. Nehmen wir vorher einen Heiltrank.
Ah, hier. Oh, hier wäre ein Kontrollpunkt gewesen. Das ist natürlich auch interessant. Oh. Zwei von euch. Ich würde gerne zuerst auf dich. Du hast nämlich nicht allzu viel aus. Und dich kriegen wir so auch. Geht auf. So, breite Fläche vorne von dem Sinne von, das ist dann die nächste. Will ich den Kontrollpunkt schon benutzen? Ich benutze ihn jetzt einmal, auch wenn wir damit quasi unseren XP-Multiplikator, den wir jetzt gerade erkämpft haben, verlieren. Aber dann können wir hier quasi wieder spawnen, sollten wir recken. Und wieder die. Jetzt kommt da hinten noch was raus. Und jetzt empfiehlt es sich zwischendurch, den zu machen, um uns zu heilen. Das ist auf jeden Fall cool, dass es so etwas gibt. Weil da kann ich halt auch problemlos einfach das zum Leveln verwenden. Aber was heißt problemlos? Auf jeden Fall für einige Zeit. Machen wir mal zusehen, dass die Lebenspunkte hoch genug bleiben. Sollen wir zwischendurch Kontrollpunkt benutzen. Wir stellen uns jetzt einfach mal eine Pforte dran, wenn wir hier irgendwo jemanden sehen. Oder da kommt nichts. Kommt es wohl hierher? So, erst der Kleine weg. Dafür nehme ich auch bedenkenlos ein paar Schadenspunkte in Kauf. Schön, dass man da sieht, dass ihm auch quasi die Energie ausgeht und er dann da strauchelt, wenn er gerade angegriffen hat. Au, shit. Das war nicht gut. Schön die Deckung. Also es gibt halt ein paar Angriffe, die quasi, wenn er einen trifft, haut er ihm die Verteidigung komplett weg und dann muss man in Bewegung sein, damit man keinen Schaden bekommt, wenn er einen zweiten Angriff hinterher macht. Aber generell, wenn man sich ein bisschen bewegt, weicht man seinen gezielten Angriffen meist gut aus und wir haben ihn sehr schön. Ja, Ausrüstung. Belohnung. Nett. Oh, cool. Knochenarbeit, Attributsplitter und Zauberpunktsplitter. Cool. Gucken wir doch gleich mal. Knochenarbeit dürfte irgendwo hier sein. Oh. Wir hatten schon treue Anhänger. Was ist das denn hier? Zeit aus Kultisten im Herzen ihrer Gegner, um magische Energie in sich zu nehmen. Diesen Schmuckstück hat einen. Ich meine, aha. Scheint also irgendwie Magie zu erhöhen. Was ist Knochenarbeit? Vor langer Zeit wurde dieses Schmuckstück von reisenden Händlern benutzt. Sie rüsteten ihre Tiere dort aus, damit diese mehr tragen konnten. Heutzutage gibt es jedoch nicht mehr viele Reisen. Ah, oh, das erhöht unsere Traglast. Da sieht man den Unterschied. Das erhöht wahrscheinlich irgendwie. Ja, Magie nicht direkt. Das ist vielleicht tatsächlich sogar gut, weil dann sind wir deutlich schneller, dürften wir sein. Und wir werden jetzt hier mal nicht ewig weiterkämpfen. Wir gucken mal, wie viel wir bekommen haben generell. Nicht allzu viel. Aber so sind wir generell erstmal wieder voll. Und wollen wieder zurück. Vielleicht komme ich irgendwann später nochmal hier hin, den noch ein bisschen dran üben. Für diesen Part machen wir auf jeden Fall erstmal Schluss. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.